Hallo Leute und willkommen zur Special Episode 10 auf Protektüra im Timoversum. Ich sitze hier jetzt gerade in meinem Büro, wie es sich gehört, in meinem Starterhaus und wie ihr wisst, bin ich letzte Episode gestorben während der Wahlen. Also muss ich euch das Ergebnis so präsentieren, ohne große Aufnahme, denn die wurde zerstört. Also im Grunde hat Danico gewonnen mit einem Vote vor Fandoman. Fandoman ist jetzt ein Minister für die Straßen und mich hat Danico gefragt, ob ich der Minister für Busch und Büsche und Bäume werden will. Habe ich gesagt, ja, mache ich, habe ich Bock, danke dafür. Der Plan ist heute wie folgt, ich möchte einen riesen Fortschritt machen in der Episode 10 und zwar möchte ich gerne zwei Zeitraffer in Zahlen, zwei Zeitraffer für euch machen und am Ende noch eine World Tour, wo wir mal ein paar Gebäude vom Server sehen und von den anderen Agenten hier. Aber für die neu dazugekommenen, willkommen im Timoversum. Ich bin Minecraft Let's Player und ich bin hier auf dem Protektüra. Und wenn ihr die 10. Folge jetzt zuerst seht, möchte ich, dass ihr nicht gespoilert werden. Also taucht jetzt da oben rechts in der Ecke die Playlist auf, wo ihr alles nachgucken könnt und alles für die englischen Zuschauer mit englischem Untertitel. Nun würde ich sagen, geht's los. Also, Musik ab und ab in die erste Zeitraffer. Zeitraffer vorbei und hier sind wir wieder. Der Weg ist soweit hier fertig zu der Taverne, wo natürlich musste ich erstmal die ganzen Türen ersetzen, weil die ständig von Zombies kaputtgeschlagen wurden. Die Bewohner hier drinnen sind natürlich noch in Sicherheit, weil ich sie komplett in Glas eingebaut habe. Dann habe ich hier natürlich, schauen wir uns mal weiter an, was wir noch so alles gemacht haben. Ich habe es tatsächlich geschafft, das Bergbauviertel komplett fertigzustellen. Und schauen wir uns das Ganze an. Also ich habe hier noch einen zweiten Weg reingemacht, der nach hier oben führt. Da habe ich noch mehr Bäume gemacht. So kleine Zypressenbäume. Und hier ist noch ein Eichenbaum großer, der den Weg hier spaltet, wo es vorher hier hoch ging zur Schmelze und zum Werkzeugschmied und dann habe ich hier den Waffenschmied noch, die blaue Schmiede, wie sie benannt wurde. Dann haben wir hier meinen Rüstungsschmied endlich komplett fertig. Ist ein Riesengebäude, habe ich natürlich drinne. Wir können mal reinschauen. Hier ist eine Kleinigkeit gemacht. Ich habe hier schon meine ganzen Bewohner drinne.
und kann mir jede Menge Diamantrüstung jetzt erhandeln. Und das finde ich mega klasse. Willkommen zurück. Danke. Und dann habe ich hier noch endlich meinen Mineneingang, weil woher soll das ganze Eisen kommen, denke ich mir. Das ganze Eisen kommt natürlich aus der Mine, wo gearbeitet wird. Und dann habe ich hier einen kleinen Mineneingang gebaut mit orangener Wolle als Dach, weil ich dachte mir, ist ganz lustig, wenn diese Farbe und diese Farbe ergibt und diese Farbe und diese Farbe diese Farbe ergibt. Und somit sind alle Farben hier vergeben. Und ich finde, das ist ganz cool geworden. Es ist jetzt echt einer meiner Lieblingsorte gewesen, weil er so extrem detailreich ist, ne? Hier habe ich noch einen kleinen Baum hingesetzt, noch, weil es noch ein bisschen sehr arg aussah. Dann habe ich hier noch ein paar Büsch-Action und hier den Weg verfeinert. Und ja, hier hinten haben wir noch ein kleines Holzlager für die Schmelze und für die Öfen und so, dass sie das hier alles benutzen können. Also so ein bisschen Geschichten erzählen ist auf jeden Fall drin. Und ja, hier geht es dann runter in die Mine. Die habe ich natürlich nicht groß weiter gebaut, weil ja, da das Detail, das sieht man nicht. Und wenn ich mal mehr Stein brauche, kann ich da immer noch drin rumgraben. Ja, und ich finde, es ist mir echt gut gelungen hier. Ich bin richtig stolz drauf, dass dieser Bereich hier fertiggestellt ist. Ihr habt gesehen, da drinnen sind Bewohner da und da. Das heißt, ich habe jetzt drei verschiedene Bewohner voll bewohnt und kann mir sämtliche Rüstungen, Waffen und auch Werkzeuge von den Bewohnern erhandeln. Was für dieses Viertel hier tatsächlich bis Episode 10 mein Ziel war und das wollte ich auf jeden Fall erreichen. Jetzt möchte ich gerne die Servertour machen und schauen wir mal, da ich ja hier auf dem Single-Multiplayer-Server bin, also auf, wo man Singleplayer spielt, aber auch mit anderen zusammenspielen kann. Man kann sich das aussuchen. Wollte ich mir die ganzen noch angucken. Dafür nehme ich mir meinen Xerxes mit und dann sehen wir uns gleich. Ja, hier ist mir leider ein kleines Malheur passiert. Zwar, wie ihr seht, ist leider Xerxes gestorben. Ich habe nicht aufgepasst. Und da war hier drinnen, war nicht ausgeleuchtet genug. Und wie ihr seht, hier sind Monster drinnen. Bisschen leise. Wie ihr seht, hier sind jetzt Monster drinnen. Da waren zwei Creeper, die haben sich hier versteckt, als ich gerade die Monster töten wollte. Und dann, boom. Also, die Tour, die ich machen wollte mit Xerxes, geht nicht mehr, weil Xerxes, ja, ist gestorben. Das sollte eigentlich eine tolle Special werden, wo ich dann mit Xerxes durch den Server reite. Aber jetzt muss ich erstmal mich erholen und dem treuen Xerxes wohl ein Denkmal bauen. Also, bauen ist Ablenkung. Thank you.
alles fertig. Dieses Grab ist eines geliebten Freundes würdig. Und hier ist es mit seiner Rüstung, die er anhatte. Ruhe in Frieden, Xerxes, ein geliebter Freund. Gestorben, Episode 10. Jetzt mit dieser leichten, schweren Note, er hat's irgendwo besser, wo keine Monster sind, die in seinem Stall sind und ihn in die Luft jagen. Aber jetzt wollen wir mal nicht so Trübsal blasen. Ich habe ihm ein schönes Grab gebaut als Erinnerung. Am besten baue ich mir noch ein bisschen Frust ab, also Musik ab und los. Da sind wir wieder aus der Zeitraffer. Wir kommen der Episode schon gefährlich nah zum Ende. Aber schauen wir vorher nochmal wieder kurz, was wir hier so gemacht haben. Die Windmühle ist jetzt komplett. Hier hinten ist noch ein Gehege für meine Kühe. Ich dachte, nur Feld ist langweilig auf Dauer. Also habe ich hier noch ein bisschen ein Feld gemacht mit einem kleinen Unterstand. Wasser in den Bottichen. Und hier Wasser drinne. Und der Weg hier hoch ist natürlich alles mit Stufen und Treppen gemacht. Ein bisschen Variation reingebracht, damit es nicht so langweilig wird. Hier oben möchte ich noch Bäume hinmachen. Aber das ist Stoff für eine andere Episode. Hier vorne habe ich noch mein typisches Silo gebaut, wo ich dann die Kürbisse und Melonen einlagern werde. Ist natürlich jetzt bisher noch nichts, außer den Weg nach unten. Das wollte ich auch auf dem Server bauen. Einfach, um mein allererstes Video überhaupt zu ehren. Und das findet ihr jetzt oben rechts in der Infocard, wie das Tutorial zu diesem Silo ist. Andererseits möchte ich euch jetzt nicht auf die Folter spannen. Jetzt kommt endlich die versprochene Welttour von dem Server Project Hydra. Und vergiss nicht zu abonnieren und ein Like dazulassen. Ansonsten auch gerne teilen. Ich verabschiede mich aus dem Teamoversum. Hier die World Tour in Form meines Trailers. Viel Spaß!